als nächstes? Excellent photography, Tomiko. Huh? So Tomiko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Das sind irgendwelche komischen Formeln, oder? C4H603. Oh Gott, wie gut, dass ich in Chemie ein totaler Loser bin. Ist, glaube ich, auch das Beste. Wen haben wir denn da? Hallo! Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Straßenschild? Ne, das kann ich ja auch noch nicht einmal erkennen. Die sitzt ja schon fast direkt vorm Bildschirm. So, ach, das letzte. I think we bust in there and find the goddamn evidence. Haus auf dem Foto untersuchen, Haus auf Foto. Aha. Gut. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Mhm. Aus jeder. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Okay. Kleinöl. Los! Was haben wir da? Acetanhydrid nur für den Laborgebrauch. Alter! Was zum Teufel? It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro. And when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil. But you could add any organic compound to trigger an explosion. Mm-hmm. Three little drops. Yeah. And they were using a 100-gallon vat. Mouthpiece first strips off me at the grand jury. Mein Hut! Thrown out. Now the DA wants my head. So. Sonst noch was, du Flöte, du... Ach, komm. Ich hau lieber ab. War hier noch was? Nö. Gut. I'm not as dumb as you look. So, wie kommen wir jetzt am besten hier wieder raus? Am besten folgen wir der offenen Tür. Das wäre vielleicht das Beste. So. Haus auf Foto. So, aber Kumpel, da darfst du jetzt hinfahren. Ich habe nämlich keinen Bock, jedes Mal zu fahren. Das dauert nämlich immer so lange. So, mach dich mal nützlich. Mein lieber Kollege. Haus auf Foto. Oh, wir werden, glaube ich, schon erwartet. Dann gucken wir mal, was in der Butze los ist. So, deutsche Partyagentur, wir sind da. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Okay. Das ist ja heftig, ey. Wollten sie hier die Bude abfackeln oder was? Oder auch explodieren lassen oder sonst irgendwas? Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch alles finden. Es ist Gott sei Dank nicht so groß, dieses Apartment. Von Miami nach Grand Bahama. Okay, okay, okay. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Nips is cleaning up. So, was haben wir da? Pass Vereinigte Staaten von Amerika, Außenministerium. Oh mein Gott!
Ja? Hallo? Ach, jetzt. Drücke ich so einen Gegenstand weiter zu untersuchen. Gut, machen wir weiter. Oscar Hengstrom, Name der Frau, falls eingeschlossen. Angelisa Hengstrom. Daniel Hengstrom. Auf Missouri. Bla 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 bla. 5. August 1911. Ah ja. Fahndungsfoto. Hengstrom and McClellan are the same man. Bitte was? We gotta get out of here right now. Look by the stove. Shoot the gas line. Ja, wie jetzt? Ja. Hallo, wie? Hä? Wie soll man hier jetzt rauskommen? Hä? Hallo? Lauf doch! Wo sind wir jetzt hier? Alter. Hab ich mal gesagt, dass ich hier nicht durchblicke? Wie kommen wir raus? Hallo? Lauf doch nicht gegen die Binsen da. Ja, Alter! Ja, wie bitte? Alter! Nein, ich bleib ruhig. Nein, ich bin... Na, also hier, ne? Also ich bin ja, ne? Ja, wir sind schon dabei. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Los, durch da. So, lass mich raten. Müssen wir hier jetzt... Ah, ja gut, da muss einem Dumme auch gesagt werden. Dieses blöde Arschloch. Alter, du bist jetzt fertig. Wenn ich ihn erwische. Oh, fahr doch nicht über den Gang, Mensch! Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen Akku. Und mir fahren jetzt auch noch die Autos hier in der Quere! Oh. So kann das doch nichts werden! So, ja, wo ist der Schmasti jetzt hin? Der ist weg! Toll! Ja, super! Ey, es ist doch echt zum Kotzen. Weißt du, halten erst die Autos an und fahren dann weiter mir genau vorne in die Fresse. Oh, nee. Ja, komm, kennen wir. Zack, 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 zack. Mit Schmackes jetzt. Oh, ich kriege echt die Kratze. Und mit jetzt keine Frame-Einbrüche hier. Sonst passiert was. Ja Leute, lauft mir nicht so vor das Auto. Ich hab gleich ist hier was los. Knall den Penner da ab. Einfach Kopfschuss setzen und gut ist. So, du schießt ihn doch auf die Reifen. Ja, Alter, so wird das doch nicht. Mal ein bisschen früher schießen, du Penner! Ich weiß, es ist bestimmt gerade sehr lustig für euch, dass ich mich so aufrege, aber das ist berechtigt. So, ja, Leute, lauft mir noch hier direkt vors Auto. Hm, sicher. So. Hey, du Pfeifenkopf, bleibst jetzt mal bitte stehen. Erst Feuer legen und dann noch abhauen, ne? Du selten dämlicher Hodenkopf. You security man, Cole. Stay on base. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker.
I can't hit a target that isn't there, Phelps. Jo, das war sehr schlau, Leute. Schieß einfach auf seine Reifen, dass er endlich anhält. Aber bitte heute noch. Ja, Alter, das geht doch nicht! Los! Alter, seh zu, dass du da hinterherkommst, ey, sonst passiert hier was. Ey, so eine Scheißmission. Das Beste ist noch, wenn man hier so 14 Frames noch aufnehmen kann. Das ist ja echt das Kotzen. Los, schieß auf die Reifen, Kumpel! Besser heute noch. Security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Lässt du mal mein Auto in Ruhe? Okay, ist nicht meins, aber trotzdem. So. Jeder. Was? Ich mache aus dir Rührei. Find some cover. Suppressing fire. Da hinten auch schon wieder welche. Los rein da. Lauf du Hoden. So genau, geh sterben. Dankeschön. Sehr freundlich. So. So nicht, Freundchen. Oh, schieß doch! Meine Fresse. So, und die Waffe hier von euch, die möchte ich gerne mitnehmen. Danke. Sehr freundlich. So, und jetzt wird hier aufgeräumt. Diesen Penner knall ich ab. Erst verbrennen lassen und dann noch so ein Scheiß. Das Mädel ist auch weg, okay. So, ein Bodenarsch schon mal weg. Wix, ich würde da mal weggehen, ne? Bist du bekloppt oder was? Stell dich am besten gleich vorne in die Tür rein und lass sie abknallen. Alter, das kann aber echt nicht sein. Meine Güte, ist das eine Scheiße, ja. Lauf, danke schön. So. Wir kommen auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Das ist schon mal schön. Wo ist der nächste Hoden? Doch da in Deckung. Alter, was wollen die alle? So, danke schön. Die Waffe war leer. Ist da oben irgendwo eine? Ach, guck mal.
Das hat Bumm gemacht. So, ja, Sollen da noch einer sein? Wir machen die Munition erstmal einsammeln. Nein, bitte die. Mal so von seine mal treffen. Wäre das möglich? Danke. So werde ich da eigentlich getroffen. Da hinten ist noch einer. Alter, da sind noch mehr. Mein Hut fehlt schon wieder, das ist scheiße! Ich möchte gerne mal wissen, warum der von da hinten treffen kann und ich von hier aus ihn da hinten nicht. Das ist sehr mysteriös. Hallo, lauf weiter, Mensch! Aggro. Der Kegel in Aggro-Position. Ja, super. Für einen Schuss hat sie jetzt noch den Dings behalten. Auch ganz schön dumm, ne? In der Entfernung treffe ich ihn nicht. Ja, schön! Gott sei Dank! Oh. Ich glaube, diesen Fall kann ich gar nicht hochladen. Alter. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps. Between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Ja, danke schön. Und bei mir war es, glaube ich, der Rage des Jahres. Alter, nee. Der Fall gegen Nicholson hängt davon ab, ob er wusste, was in seinem eigenen Werk vor sich ging. Ja, das ist schön. So, ich brauche jetzt aber einfach eine ganz kleine Pause, Leute. Ich habe gerade so einen derben Rage gehabt, dass... Boah, ich kann nicht mehr. Diese Scheiße. Naja, ich will mal hoffen, dass jetzt der nächste Fall der letzte in diesem Projekt ist. Entschuldigung, das habe ich kurz aufgestoßen. Das kam noch vom Mittagessen. Passiert, ist egal. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch machen die Rages nicht so viel aus. Ist ja eigentlich bei mir auch normal. Wie gesagt, die kommen bei mir halt so manchmal aus mir raus und dann passiert das mal.
Also ich werde dann auf jeden Fall beim Rendern das ein bisschen leiser stellen. Nicht, dass es dann so laut ist, wie ich gerade in der Aufnahme zu verstehen war. Na gut, Leute, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, wann ihr immer dieses Video guckt. Und ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art und sage Tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!